Leute, hallo und herzlich willkommen zum ersten Case Opening. Noch am Ich Trinken. habe so richtig gehört, wie so die Dose am Mund Alter. war. Okay. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Case Opening von Counter-Strike Go. Mit dabei ist Mad Mike. Wir werden jetzt 10 Kisten parallel öffnen. Ihr werdet nachher rechts unten Mike sein Video eingeblendet sehen und andersrum auch. Und gegen so, wenn ihr draufklickt, kommt ihr auf den jeweiligen Kanal. Dann könnt ihr es jeweils anschauen. Boah, das war jetzt voll jeweils Zeption. Ja, so sollte es auf jeden Fall laufen. Wir sind auf jeden Fall extrem angespannt. Wir wollten das Video schon am Dienstag machen. Problem war, ich habe Geld aufs Team eingezahlt und dann gab es irgendwie Probleme, keine Ahnung, weil ich halt neu war und was weiß ich, ficken Pisse. Dann durfte ich das Geld natürlich nicht ausgeben. Deswegen mussten wir jetzt bis zum Samstag warten. Heute ist Samstag, by the way. Und wir sind extrem aufgeregt. Ist wie gesagt das Erste. Wir haben jetzt so ein paar Kisten zusammengestellt. Mike, was hast du für Kisten gekauft? Wir haben beide uns überlegt, wir kaufen jeweils 10 Kisten. Soll halt nur so ein kleines Case-Opening sein, weil es halt das erste und so. Und einfach nur mal zum Testen. Ich habe fünfmal die Operation Breakout-Waffenkiste und fünfmal die Operation Phoenix-Waffenkiste. Also ich habe insgesamt eigentlich jeweils 6, aber die habe ich mir erspielt und nicht gekauft. Und was hast du ausgegeben? Zu viel. Zu viel. Ja, ich glaube irgendwie so 21,50 € oder so. Also brauchen wir mal ein Knife, damit wir gut rauskommen für den Anfang. Ja, wir haben mir recht auch entweder eine M4 A1 Cyrex oder eine AWP Asimov. Ein Asimov. Was denn für ein Asimov? Nein, Asimov. Okay, genug, Was komm, hast, ich gehe was, ein. was, Uwe, erzähl mir doch mal, welche du gekauft hast. Ah, okay, mach ich gerne. Überhaupt nicht gestellt oder Das war so ungestellt, dass es gestellt wirkt. Ja. Irgendwie so, ach egal. Okay, ich Erzähl. habe mir zweimal die Chroma-Kiste gekauft. Ich habe einfach ein bisschen Mischmasch gekauft, weil ich so ein bisschen einfach von allem etwas haben wollte. Einmal die eSports 2013 Winter Case. Dann habe ich die Huntsman Waffenkiste, die ist hier. Operation Breakout habe ich zweimal gekauft. Hier habe ich, by the way, nochmal eine Huntsman Kiste. Ich habe auch irgendwie schon welche extra. Dann habe ich einmal CSGO Weapon Case, Waffenkiste, die normale ist hier. Dann habe ich einmal die Operation Bravo Kiste, das ist so die zwei teuerste, die ich mir gekauft habe, für 2,65. Und dann habe ich die CSGO Waffen Case 2, wenn ich mich nicht alles getäuscht habe, ist das. Ne, das, die Bravo war die teuerste und die CSGO Weapon Case 1 war die zwei teuerste. Ist ja auch egal jetzt, die kommen auf jeden Fall am Schluss dran. Jo. Ich will das nicht machen. Ich auch nicht. Okay, wir brechen das Video hier ab. Ja, Vielen genau, Dank das fürs war's. Zuschauen. Wir verkaufen die Sachen, falls ihr welche haben wollt. Nein, Spaß. Nein, Mann, wir ziehen die Scheiße jetzt durch. Ich hoffe, ihr feiert's. Wenn ihr mehr Case Openings haben wollt, dann drückt und raped den Daumen hoch Button. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir einfach Geld verbrennen, was wir jetzt hier gemacht haben. Aber ist Dann egal, könnt wir. ihr auch den Like-Button drücken, weil Ja. das ist eigentlich dasselbe. Ja, drückt einfach den Like-Button, egal was dabei rauskommt. Ja. Und schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr davon mehr sehen wollt. Wie Ja, immer. genau. Genau, okay. Ich bin. Ich kann Aber nicht. wir haben uns übrigens auch überlegt, dass wir die so gleichzeitig mal aufmachen wollen. Ja, genau, wir machen die parallel auf. Wenn einer dann nichts mehr sagt, dann ist er am Herzinfarkt positiv oder negativer Art gestorben. Genau, oder das Headset ist einfach zerbrochen, weil jemand irgendein Knife gezogen Ja. hat oder so. Gestern. Wir zocken, einfach aber klatsch. Ich so, Mike, ich hab meine Maus weggeschmissen. Ja, Scheiße, also okay. ich hab selten ein Spiel gespielt, welches mich so zum Ragen gebracht Ja, hat ist wie echt so, Mann. Counter-Strike. Okay, aber wir wollen jetzt nicht laut lang um den heißen Brei reden. Ja, Wir genau. reden schon wieder, glaube ich, ja, Das ist einfach nur fünfeinhalb Pausenfüller, weil Minuten. wir die 10 Kisten irgendwie in 2 Minuten aufmachen. Ja, Mann, ist ohne. Wir strecken jetzt so künstlich das Video. Genau. Oh Gott, okay. Ah, oh, ich habe einen ganz trockenen Hals, muss was trinken. Ja, okay, erst mal was trinken. Warte, dann trinke ich auch noch einen Schluck. So. Mehr Koffein. Beruhigt. Und so, beruhigt. Hart, beruhigt. Okay. Ach so. Welche sollen wir denn zuerst aufmachen? Also ich werde wahrscheinlich mit einer Chroma-Kiste anfangen. Ja, ich habe ja nur eine kleine Auswahl.
Ja. Ich denke, ich werde immer wechseln zwischen der Phoenix und der Breaker. Wie öffne ich die jetzt? Muss ich da draufklicken? Links oder rechtsklick? Oder? Rechtsklick auf die Kiste oder auf den Schlüssel. Kannst du auch aussuchen. Ich weiß nicht, was besser wäre. Ah, ich drücke auf die Kiste, sonst muss ich den jeweiligen Schlüssel raussuchen. Ich habe, by the way, knapp 30 Euro bezahlt. Wenn ihr wissen wollt, wie viel wir jetzt verlieren. Ah ja, genau. Hier sieht man jetzt auch... Also, pass auf, warte. Du klickst jetzt auf die Kiste, machst dann auf Öffnen. Und dann siehst du auch gleich alle Skins, die du quasi rauskriegen kannst. Okay. Welche Kiste hast du jetzt geöffnet? Wir machen jetzt einfach mal das erste Video ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher. Ja. Ihr könnt auch gerne sagen, wollt ihr das, die Videos schnell durchgezogen? Wollt ihr sie eher gemütlich? Wollt ihr es genießen? Wie wir failen? Wie wir sterben? Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, welche Kiste hast du geöffnet? Nein, warte. Oder ob die Zuschauer das vielleicht nächstes Mal so sehen wollen, dass man irgendwie das Ingame macht, quasi irgendwie, wenn jemand stirbt oder irgendwie sowas. Ob vielleicht denkt ihr euch da ja irgendwas aus und nicht nur so ein reines Case-Opening-Video, sondern auch seid, ein bisschen... Seid. Kreativ. Kreativ, genau. Und schreibt es in die Kommentare. Okay, ich habe jetzt eine Chroma-Kiste zumindest angeklickt. Und hier würde mich jetzt interessieren, natürlich das Messer. Was mir noch gefallen würde, generell ist ja gut, wir haben ja noch wirklich gar nicht viel zusammen, also gar keine Skins und so. Von dem her sehe ich es einfach so, dass wir eigentlich nur gewinnen können. Also wir haben jetzt 10-mal die gleiche Kack-Skin, ja. Aber wir haben eben noch keine guten Skins, deswegen würde ich mich jetzt freuen über natürlich gut die AK, die M4, die Galli A, ja, die AWP natürlich. Aber ich würde jetzt auch so die Desert Eagle feiern oder die MP9 zum Beispiel. Wie sieht's bei dir aus, Mike? Ich freue mich generell immer über Star Trek Waffen, ich finde das einfach ziemlich cool. Aber ansonsten hier so die USPS Guardian fände ich ganz cool. Die AK Redline, die P90 Trigon, die AWP Asimov, ja, und die AOK Medium bringt zwar nicht viel, finde ich aber auch ziemlich cool. Und natürlich, ja klar, Messer. Knife. Okay, ich bin jetzt über der Taste Schlüssel benutzen. Sollen wir starten? Ich zitter. Oh, ich zähle runter von 3. Okay. 4, 3, 2, 1. Oh Gott. Oh, erste Gott. Case ever. Erste Case. Ja, bei mir auch auf jeden Fall. Oh, fuck. Dual Berettas, Urban Shock, lila zumindest mal. Ja, von Anfang echt nice. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich habe eine Tech-9 Sandstorm. Okay. Das ist natürlich nicht ganz so nice. Ja, aber von Anfang, wie gesagt, wir haben halt noch keine Skins. Und dann ist es immer schön, wenn man ein bisschen Auswahl hat. Meine sind auf jeden Fall, so wie die aussehen, stark gebraucht. Meine sah, glaube ich, ganz gut aus. Und also ich spiele auch so oft mit den Dual Berettas, deswegen, ja. Ja, das, okay. Dann lohnt sich das richtig, ne? Ja. Also okay. Paskins habe ich ja schon gekauft, aber nicht so wirklich was Besonderes. Ich mache jetzt eine Breaker auf. Okay, ich mache jetzt einfach die zweite Chroma-Kiste auf, damit ich hier das ein bisschen im Überblick behalte. Ja, okay, warte, dann muss ich aber auch noch sagen, was ich jetzt gerne aus der Breakout hätte. Jo, ne? Hau rein. Generell fällt eigentlich relativ kurz aus alles, was über der Supernova ist. Also die P250, die Desert Eagle, die Wife-7, die Glock, die P90 und die M4 und natürlich das wunderschöne Butterfly-Messer. Ich sehe mich schon in-game, wenn ich einfach nur F drücke und kriegt einfach das Butterfly. Oh Gott. Oh Mann, ich komme schon ganz schwitzige Hände, Mann. Hör auf jetzt, okay. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. 3, 2, 1. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Oh, Mann. Oh nice, okay. Gar nicht schlecht. MP9 Star Trek Deadly Poison. Für den Anfang. Bei dir läuft, ne? Bei dir läuft auf jeden Fall. Ich habe nur eine MP7 Urban Hazard. Ja, aber ist auch nicht schlecht. Ja. MP9 Star Trek. Ja, ist ganz cool. Sieht von dem Zustand her, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Sieht gut aus. Ich bin schon wieder bei meiner Kiste, komm, mach. Wow, okay. Dann öffne ich jetzt eSport 2013 Winter. Ja, was Winter. Willst du daraus haben? Weiß ich nicht, warte, öffnen. Wow, okay, natürlich Messer. Dann finde ich die AK Blue Laminat, okay. Die Desert Eagle Cobalt finde ich ziemlich nice. Ja gut, klar, AWP geht eigentlich fast immer. Die A4 Ray natürlich auch. Ja, das war's eigentlich so. Bison, okay, ja, Standard. Shit, geht immer. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Komm schon, da geht noch was. Okay. Nein, geht nichts. Bei mir läuft überhaupt nicht, Mann. Galil. Ich hab in dieser Runde nicht mal einen einzigen lilanen Skin gesehen, glaube ich. Noch nicht mal gesehen, oder was? Okay, krass. Ich habe jetzt hier die Galil Blue Titanium. Ist ganz okay. Ist auf jeden Fall cool. Die sieht cool aus, auf jeden Fall, ja. Okay. Ja, aber die Max 7 Heaven Guard.
Mac 7 Heaven Guard. Hört sich auf jeden Fall cool an. Okay, dann würde ich jetzt eine Huntsman-Kiste öffnen. Warte, was habe ich denn als letztes losgemacht? Ich glaube, ich habe... Ja, okay, passt. Hier hätte ich gern das Jagdmesser natürlich. Die M4 finde ich ziemlich geil. Atomic Alloy. Was ist noch geil? Die P90 sieht cool aus. Die P2000, ja. Die SSG sieht nice. Die Tech-9 gefällt mir sehr gut mit den roten Streifen. Die Isaac. Und natürlich die AK-47 Vulkan. Oh ja. Ja, absolut. Ja. Wer Hammer Drop auf jeden Fall nach dem Messer, der beliebteste. Oder dann die Atomic Alloy. Okay. Wir wollen es jetzt nicht länger auszögern. Ja, genau. 3, 2, 1, los! Ja, jetzt sehe ich wieder nur lila, ne? Ich kann. Oh, oh. Da war eine Desert Eagle Conspiracy. Nice. Okay, ich hab eine Galil wieder bekommen. Die sieht sogar fast cooler aus als die andere. Die heißt Kami. Die kenne ich. Fände ich jetzt so beide eigentlich ziemlich cool auf jeden Fall. Von der Optik. UMP ist Star Trek Labyrinth. Ich glaube, die sieht sogar relativ gut aus. Vielleicht nehmen wir eine Gebrauchsspur oder so. Ja, ist jetzt nicht so schlecht. Ist jetzt, wie gesagt, am Anfang können wir zumindest noch auch sogar über den blauen Shit Trash, was andere nicht mal mehr angucken, noch ein bisschen freuen. Mhm. Deswegen ist es eigentlich ganz cool. Jetzt wäre ich bei Operation Breakout Kiste. Ey, warte. Mach jetzt mal, klick mal auf den Schlüssel anstatt auf die Kiste. Machen wir das mal so. Okay. Welche muss ich da nehmen? Operation Breakout habe ich gesagt, gell? Okay, hier. Behälter öffnen. So, dann nehme ich jetzt einfach mal den hintersten. Ich nehme auch den hintersten. Operation Breakout Kiste. Gegenstand auswählen. Was hast du denn gerade für eine? Ich habe die Phoenix. Immer noch, oder ist das eine neue jetzt für dich? Nee, eine neue. Ich mache das immer abwechselnd. Ah, okay. Also hier wäre für mich interessant auf jeden Fall natürlich das Butterfly-Messer. Die Glock 18 ist nice. Gut, natürlich die Asimov P90 ist richtig geil. Und die Cyrex geht natürlich auch gut ab. Desert Eagle Schwarz gefällt mir auch ziemlich gut. Okay. Bist du bereit? Also, ich zähle jetzt runter, ja? Okay, das bringt dann Glück. Okay. 4, 3, 2, 1, los! Okay, das kann nur gut werden. Das kann echt nur gut werden, Mann. Und es wird richtig scheiße. Nein, es wird nicht gut. Alter. Ja, ich. Also, wir haben schon keine hohen Ansprüche, aber das ist gerade richtig matig. Ja. So richtig beschissen. Du hast ja wenigstens schon lila, denn ich habe nur blau, Mann. Ich sehe nur so, katsching, du musst das Geld wegfliegen. Ja, genau. Ich habe die P2000 Ivory. Ey, die ist ganz cool. Ja, ist ganz okay. Ist jetzt nicht so mein Favorit, weil ich eh so ein USP-Spieler bin. Ist eigentlich die P2000, ist es die Standardwaffe von Terrorists? Nee. Ist die Glock, die P2000 ist, die kannst du quasi auswählen anstatt die USPS. Ah, okay. Gut, dann muss ich mir das mal belegen. Ja. Ich hatte übrigens wieder eine wunderschöne Mac 7 Heaven Guard, die ich ja nicht irgendwie schon habe. Ja, sogar als Star Trek. War doch die, oder? Nee, die Labyrinth habe ich. UMP Labyrinth. Okay, ich werde jetzt aber nochmal über den Schlüssel öffnen. Aber warte, wir haben jetzt, ist gar nicht aufgefallen, wir haben jetzt schon die Hälfte geöffnet. Wow, es geht so schnell. Ja, Mann. Wir machen das auch eigentlich viel zu lange, glaube ich, für ein Video, aber. Was machen wir viel zu lang, oder was? Ja, es ist die erste, wir sind aufgeregt. Entschuldigt uns bitte, wenn ihr dabei schier einschlaft, aber wir sind hier fast am Sterben. Okay, ich will jetzt einfach einen aus. Operation Breakout. Ja, ich mach mal auch einfach. Hatten wir gleich schon. Butterfly-Messer jetzt. Ey, ich mach jetzt auch eine Breakout auf. Okay. Okay, ich streiche kurz das Butterfly-Messer mit meiner Maus. Ja, Messer. Wie geht's dir? Okay, jetzt wird's pervers. Ich zähle jetzt runter. Okay, ich zähle von 4 auf 2 und dann beginnen wir. Was? Doch, das hilft, glaub mir. Von 4 auf 2 und dann auf 2 oder nach? Nee, auf 2 und dann los. Okay. Das zieht auf jeden Fall. Ich hab echt Blut im Urin, hab ich. Okay. Das ist immer ein gutes Zeichen. Oder nicht? Ja, immer. Oh, egal, okay. 4, 3, 2, los! Das muss gut werden, Mann. Oh, ich habe wenigstens einen roten, einen pinken Skin gesehen. Naja, ey, ihr wollt mich verarschen. Ja, Mann, ist echt Abyss, SSG. Ja, du hast wenigstens... Okay, aber die sieht cool aus, okay. Du hast bis jetzt wenigstens immer unterschiedliche gehabt. Ich habe jetzt schon zweimal die Heaven Guard und zweimal die UMP Labyrinth. Läuft bei dir. Okay, ich bin eigentlich bis jetzt auch schon ziemlich zufrieden, aber... ja.
Ich bin auch total zufrieden. Auf jeden Fall. Der kann es quasi gar nicht besser gehen. Sieht auf jeden Fall nice aus, die Abyss. Gefällt mir in Blau. Ja, wir haben jetzt noch 4 Kisten vor uns. Okay. Ja, hau aus. Mach jetzt die Phoenix auf. Ich mache jetzt TS Showcase, Waffenkiste 2 auf. Dann musst du nochmal sagen, was du da gerne raus hättest. Ja. Hier hätte ich gern die USPS Serum, finde ich sehr geil. Die P90 Cold Blood, P250, die Blood Tiger natürlich, oder die MP9 Hypnotic, oder natürlich Messer, ja. Aber das wären so die Favoriten auf jeden Fall. Ja, okay. Bist du bereit? Ich bin schon ein bisschen niedergeschlagen. Ein bisschen niedergeschlagen, das ist schlecht. Komm, jetzt, dann brauchst du einen guten Zug jetzt. Okay. Okay, der war bitter, Alter. Der war richtig bitter. Okay, jetzt muss es gut werden. Danach muss es gut werden. Ja, okay. 3, 2, 1, los! Komm schon. Bisschen Luck. Nein, Mann, an der Blottteige vorbei. Ich raste aus, Mann. Gerade zu knapp vorbei. Weißt du, es ist ja nicht mehr viel. Es ist eine UMP. Ja! Ich hab die Tech-9 Blue Titanium. Ist okay, auf jeden Fall. Aber ist halt so, weißt du, ich hab schon keine großen so Vorstellungen. Es hätte einfach die eins links daneben, auch eine blaue, nichts Besonderes sein können. Aber damit wäre ich schon echt glücklich gewesen. Ich möchte. Oh mein Gott. Okay, egal. Alter, was habe ich gerade geöffnet? Ihr Showcase, irgendwie sowas. Ja, aber irgendwie geht da meine Rechnung nicht auf. Alter. Da fehlt mir eine Kiste, da bin ich jetzt blöd. Wie viel haben wir aufgemacht? Wir haben 8 aufgemacht. Alter, okay, scheißegal. Ich habe irgendwas verwirrt. Ist halt das erste Mal. Okay, ich mache jetzt die CSGO Weapon Case 1 auf für 2,65, ja. Oh Mann, ja, was möchtest du daraus haben? Daraus möchte ich bitte haben die Desert Eagle, die AK, die AWP, Messer, Darkwater, oh, M4A1 Darkwater, damit wäre ich schon voll zufrieden, ja. Oder die Orc Wings, eigentlich sind hier alle Skins gefallen mir ziemlich gut. Also es kann ja nur Gewinn jetzt im Endeffekt, ja. Nein, Gewinn machst du nur mit. Nein, ich meine jetzt nicht, ich mache Gewinn, sondern ich kann jetzt bei der einen Kiste nur gewinnen, weil hier mir jeder Skin eigentlich gut gefällt. Aber natürlich wäre ein Messer oder die Awe oder ein Lila, ne? Beziehungsweise Pink oder was es ist, wäre natürlich bevorzugt. Ja, ich klicke jetzt hier gerade die ganze Zeit Linksklick auf das Butterfly-Messer, weil ich es einfach haben möchte. Okay, ich tue auch Linksklick drauf machen. Das hilft auf jeden Fall. Und dann tue ich die AWP okay. Mit Rechtsklick einmal anklicken. Und das, dann fangen wir an. Okay. Und warte, ist so, okay. 3, 2, 1, los! Letzte Kiste, vorletzte Kiste ist es jetzt, gell? Ja, oh, da war auf, ich. Komm. Nein, Mann, Alter, wieder vorbei. SG, okay, ich hab, glaube ich, die ist okay auf jeden Fall. Ich hab doch schon die Pistole, die hab ich schon. Ah, die ist übel abgenutzt, richtig am Sack. Ich hast ihn gezogen. Die SG553 Ultraviolett. Warte, ich hab noch 2 Schlüssel, das ist jetzt erst der 8. Okay, weiter. Ich hab auch noch 2, ich raff's gerade nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Vielleicht fehlt noch eine Kiste. Lol. Mir fehlt, glaub, echt eine Kiste, Mann. Egal, okay, wir machen jetzt weiter. Ja, ich habe okay. Jetzt die teuerste ist jetzt eigentlich zum Schluss, aber das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich wollte jetzt eigentlich noch eine CSGO-Waffenkiste öffnen. Was ist das jetzt schon deine teuerste? Ja, deswegen wollte ich noch eine davor ziehen. Welche soll ich noch machen? Die Operation Breakout. Was ist denn mit der Bravo-Kiste? Ja, die habe ich noch, aber die will ich als letztes ziehen. Ja. Das ist die teuerste. Ja, genau. Aber ich habe noch eine davor, haben wir doch, oder? Ja, eine haben wir noch. Also wir haben noch insgesamt 2 jetzt loszumachen. Okay, dann mache ich jetzt noch eine Operation Phoenix Kiste. Hast du zu viele Schlüssel gekauft, oder was? Nein, ich muss jetzt noch einen Schlüssel kaufen. Ich habe einen falschen Schlüssel gekauft, beziehungsweise ich habe eine Kiste nicht gekauft, aber ich will jetzt irgendwie da weitermachen. Ach, welche soll ich öffnen? Breakout, Huntsman, Operation Phoenix. Sag. Das, was dir am besten gefällt. Was gibt's bei Phoenix raus? Also Phoenix gibt's eine AK Redline, eine P90 Trigon, eine AWP Asimov, eine USP Guardian, die finde ich ganz cool, und der Rest ist eigentlich so ziemlich Müll. Ja, die Kiste gefällt mir so spontan eigentlich nicht so. Deswegen okay. Nehme ich nochmal eine Breakout. Ich sag nee, aber hab mir davon 5 gekauft. Was? Du so gerade, die gefällt mir ganz nicht so. Und ich so, nee. Und hab mir das nicht davon gekauft.
Scheiße, ich kaufe jetzt hier einen Schlüssel. Aber stell dir mal vor, ich kriege jetzt die Arbeit. Viel die Arbeit Spaß, ja, okay. Mann. Okay, okay. Inventar, Schlüssel benutzen. Operation Breakout wollten wir jetzt, gell? Ja. Mach mich nicht schwach. Nein, okay. Warte, ich mache jetzt Phoenix. Ja, okay, ist egal. Ich habe jetzt noch eine und dann noch eine. Boah, ey, die Leute hocken bestimmt vor dem PC und denken sich so, ihr Mongos, ja, macht ihr so vielleicht mal hin? Okay, bist du bereit? Hat's ihn aber auch nicht verübt. Nein, Mann, aber wir sind halt echt durch, einfach nur. Ja, okay. Okay, 3, 2, 1, go! Go, komm schon, ein guter, richtig guter Job fehlt jetzt noch so von Anfang. Oh Mann! Ja, Mann, bleib stehen! Desert Eagle Conspiracy! Yeah. Oh, du bist so ein Penner. Ja. Nice, Mann, okay. Aber darüber die ist auch ziemlich auch am so Sack, Mann. Die ist, aber ja, geht, läuft auf jeden Fall. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Also bei mir läuft jetzt gerade nicht so. Aber bei dir wird der letzte Drop gut. Ich hab's im Gefühl. Ja, komm, hör auf. Ja, der letzte Drop muss bei beiden jetzt noch ein Messer geben, dann ist okay. Mach mir keine Hoffnung, Alter. Ja, Mann, ohne Scheiß, ich bin übel fertig. Jetzt kommt auf jeden Fall Operation Bravo, die teuerste Kiste, was ich mir geleistet habe. Mal gucken, was da die Skin zu sagen. Ja, die USP wäre ziemlich nice. Die blauen machen mich jetzt hier so spontan gar nicht an. Die Brightwater wäre geil, die hast du ja schon. Die habe ich ja. Die AK wäre natürlich nice, die AWP wäre nice und natürlich das Messer wäre geil. Und Mac-10 wäre geil. Und egal, scheiß drauf. Bla. Okay, bist du bereit? Mhm. Die letzte Kiste. Ja, okay, warte, ich setz mich aufrecht hin. Okay. Okay. 3, 2, 1, los! Die letzte Kiste, komm, wir brauchen jetzt ein bisschen Glück. Die ganzen Lila sind schon vorbei mir, also sieht schlecht aus, Mann. Nein, jetzt geht er noch auf die Nova Tempest oder was? Alter, nice, GG. Okay. Ja. Das ist ein bisschen bitterer Abschluss, aber ist okay. Ich habe nur Warte. Warte. Was? Nee, lohnt sich nicht. Ich habe überlegt, ob ich einen Aufwertungsvertrag nehmen soll. Der geht ja gar nicht wegen den Star Treks. Was haben wir denn hier so? Alter, alles Einsatz erprobt. Alles Einsatz erprobt. Ah, die ist Fabrik neu. Sonst jetzt gucken wir mal rein. Alles Einsatz erprobt, Mann. Warum lädt es bei dir auch manchmal die Bilder so langsam oder gar nicht? Ja, manchmal passiert es schon. Okay, ich bin jetzt mal soweit eigentlich, ja. Zufrieden kann man nicht sagen, ja, aber es ist okay auf jeden Fall. Ich habe 6 Skins, die ich nicht benutzen kann. Läuft. Traurig ist das. Okay, wir wollen es jetzt aber nicht noch länger ziehen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Genau. Ich hattet Fun dabei, das ist das Wichtigste. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr es gefeiert habt. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt, beziehungsweise alles andere, was wir besprochen haben. Und natürlich rage den Abonnieren-Button bei Mike und mir. Abonnieren, wie die Nieren. Ja. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.